In dem heutigen Evangelium wird uns ein Samariter vorgeführt. Nicht der Barmherzige, sondern der Dankbare Samariter. Und bei ihm findet man die Frucht des wahren Glaubens. Wir haben Galater 5, besonders 22, die Frucht des Geistes gehört. Beginn ist Liebe. Aber hier würde ich noch etwas vorausschicken, was man bei ihm findet als erstes: Dankbarkeit. Ich denke, wenn Gott uns ergriffen hat und uns aus der Tiefe des Morastes, der Dunkelheit des Meeres zum Kreuz gezogen hat, ich glaube, wenn wir gerettet sind und wissen, wo er uns hinbewegt und hinzieht und uns erneuern will, dann steht als erstes aus dieser Rettung Dankbarkeit als Frucht des Geistes, bevor dann auch die Liebe zu ihm mehr und mehr zunimmt. So, die Frucht des Geistes beim barmherzigen Samariter wird uns hier vorgeführt, des wahren Glaubens. Zuerst haben wir hier 10 Leprakranke in der Geschichte, Aussätzige. Lepra galt damals als nicht heilbar. Entweder sind die Leute mehr oder weniger verfault am Körper, oder Gott hat ein Wunder getan und dann mussten sie dort in den Tempel gehen und mussten sich den Priestern zeigen. Heute kann Lepra geheilt werden. Es ist so, wenn wir den Arzt fragen, ob er uns Lepra kann geheilt werden. Das ist gut. Ja. Und das ist gut. Und die Heilungsrate beim geistlichen Lepra ist auch gut. Ich denke, Menschen können geheilt werden, wenn sie zu Jesus kommen, zu dem Arzt. Damals aber mussten Aussätzige nach dem Gesetz Nummer 520 oder 52 oder 4. Mose 4,2, sie mussten außerhalb der Gesellschaft draußen wohnen. Sie waren ausgeschlossen, sie gehörten nicht zum Volk Gottes mehr. Sie waren aussätzig, da heißt es dann auch in 3. Mose 13, wer nun aussätzig ist, soll zerrissene Kleider tragen und das Haar lose und den Bart unverhüllt und rufen, unrein, 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 sobald jemand entgegenkommt. Und solange die Stelle an ihm ist, soll er unrein sein, allein wohnen. Und seine Wohnung soll außerhalb des Lagers sein. Lepra ist ein Bild, das uns klar macht, dass wir von der Gemeinschaft Gottes ausgeschlossen sind. Aussatz stellt die Auswirkung der Sünde und Trennung von Gott dar. Eigentlich sind alle Menschen seit Adam unheilbar krank, mit Lepra befallen. Sünde ist in ihrem Inneren, die Neigung zum Bösen ist da. In diesem Zustand müssten wir vom heiligen Gottessohn einen großen Abstand halten und rufen, unrein, Herr Jesus, ich bin ein Sünder wie Petrus, geh von mir. Auch die Gemeinschaft mit dem Volk Gottes müssten wir meiden, mit der Kirche, mit der Gemeinde Gottes. Und wir wären dann Geoutete, solche, die nicht dazugehören, die auffallen, denn wer lose Haare trägt, zerzottelte Haare, wer seinen Bart nicht pflegt und lose ist und die Kleidung auch zerschlissen ist, der ist doch jemand, der angesehen wird als draußen stehend und gehautet. So wären wir vor Gott nicht zum Volk Gottes dazugehörig. Und hier in der Geschichte treffen wir auf 10 Kranke und hier wird gesagt, dass gerade die Juden, 9 kommen aus dem jüdischen Volk, die werden als krank bezeichnet. Nur einer ist ein Samariter von diesem Mischvolk. Und wir sehen, dass diese Krankheit, Aussatz und auch, ich sage, geistlicher Aussatz, nicht nur ein Volk betrifft, sondern auch das Mischvolk. Wahrscheinlich auch alle, die in Deutschland zu uns kommen als Asylanten und als Fremdlinge, sie sind auch von dem Aussatz, von der Sünde befallen. Und weiter erkennen wir, weil Jesus in den fortlaufenden Absprechen nicht nur
von den allgemeinen Juden spricht, sondern auch von den hohen Juden, von den Pharisäern und Schriftgelehrten, von den Priestern, dass gerade diese Schicht auch von der Sündenkrankheit betroffen ist und angesehen wird. Und gerade sie stehen außerhalb der eigentlichen Gemeinschaft mit Gott, nicht nur die Juden allgemein, sondern auch die Pharisäer und Schriftgelehrten und die Samariter, der gewöhnlich auch als verstoßen bezeichnet wird. Doch in Bezug auf die geistliche Leprakrankheit sind sie alle gleich. Ausgeschlossen, fern von Gott, dem Reiche Gottes. Sünde betrifft alle Volksgruppen, egal ob Chinesen, Deutsche oder Armenier. Und Paulus sagt, so sind wir also mal, wie heißt das Wort? Sünder und Mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollen. Und wir werden ohne unseren Verdienst gerecht. Das ist wunderbar, dieses Angebot. Auch diese Menschen hier, alle 10, die sich noch sündig fühlen und scheinbar nichts geschehen ist, zu diesem sagt Jesus, stehe auf, gehe, zeige dich den Priestern, dass du geheilt bist. Ich sage, ich bin doch noch gar nicht geheilt. Ich bin doch von oben bis unten, von der Fußsohle bis zum Scheitel, über die Knie und Beine und über den Körper und die Ohren hinweg. Da ist noch Aussatz. Warum soll ich mich den Priestern zeigen? Ich bin doch noch gar nicht geheilt. Und was lesen wir am Ende? Am Ende lesen wir, dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dir geholfen. Oftmals müssen Menschen, obwohl sie sich nicht so fühlen, obwohl sie noch krank sind, obwohl sie eigentlich mit sich selbst nicht zufrieden sind und ganz unzufrieden und undankbar und negativ eingestellt sind, müssen in dieser Einstellung im Glauben gehen, das, was Jesus uns vorschreibt und sagt, gehe. Geh hin, zeige dich oder zeigt euch, wie ihr seid, denn ihr fehlt um Barmherzigkeit, dass ihr rein werdet. Geht und zeigt euch so in eurem Zustand, in Krankheit und Sünde und glaubt, dass ihr rein werdet, obwohl noch nichts geschehen ist, obwohl ihr es nicht fühlt. Denn es ist doch euer Wunsch, dass ihr nicht mehr in der Ferne steht, dass ihr wieder in die Gemeinschaft des Volkes Gottes aufgenommen werden möchtet. Jesus bietet also 10 Männern dieses Heil und die Heilung an. Sie sind alle gehorsam und gehen zu den Priestern. Und werden alle gesund. Und was ist ihre Reaktion? Ist noch einer. Und sind wir auch Juden. Sind wir auch Juden. Wir sind nicht dankbar. Du hast nicht der verlorene Sohn, sondern der ältere Sohn, der undankbar war. Ja, Jesus heilt also hier, wenn wir zur Frau Stuhldreher runtergehen würden, in die Praxis gehen würden, da sitzen oftmals 10 Leute. Er heilt eine ganze Arztpraxis. Und keiner ist dankbar. Zeugt das nicht von der großen Barmherzigkeit, reichen Angebot an Juden, Samariter und alle anderen Volksgruppen? Sollten wir nicht dankbar sein, dass dieses Angebot auch heute noch für alle geistigen Aussätzigen ergeht, die da rufen. Herr Jesus, Meister, erbarme dich. Und der Ruf muss einfach kommen aus meinem und deinem Herzen. Herr Jesus, Meister, erbarme dich. Man muss da ankommen, dass man das Erbarmen braucht und das Erbarmen annehmen will. Nun, das Erstaunliche offenbart sich aber erst nach der Heilung. Denken wir kurz einmal an eine andere Rettung nach. Ich glaube, im letzten Jahr kam nochmal die Fernsehsendung Die Titanic. Einige haben die Titanic auch im Kino gesehen. Welch ein großes Unglück, wie viele Menschen sind umgekommen. Diese Tausende, ich glaube 700 haben schließlich doch noch gerettet. Und dann sollte ein Treffen stattfinden, wo die Geretteten die übrig gebliebenen Helfer, sind ja nicht mehr viele, die noch leben,
und die Geretteten im eiskalten Wasser ihre Helfer nochmal, die sie gerettet haben, treffen. Und ich glaube, es ist so gut wie keiner gekommen zu diesem Treffen. Dankbarkeit ist hier wirklich gefragt. Worin drückt sich nun der rettende Glaube aus? Woran erkennt man, dass Menschen nicht nur körperlich gesund, sondern auch wirklich geistlich heil und für die Ewigkeit gerettet worden sind? Dieses erkennen wir an dem Samariter. Es scheint so, es mag so sein, dass er wahrscheinlich gar nicht bis zum Tempel gegangen ist, bis zum offiziellen Punkt, wo man sich zeigen sollte, dass er heil geworden hat. Unterwegs das schon gemerkt und er kehrte zurück zu Jesus. Das war ihm noch wichtig. Er war gehorsam, aber er kehrte wahrscheinlich schon zurück und fiel Jesus zu Füßen. Nun, er erkannte ihn auch weiter als Meister an. Nicht nur einmal ist er ihm zu Füßen gefallen. Und hier steht, er fällt ihm zu Füßen und gibt wem die Ehre? Gott. Das heißt doch hier, wenn Jesus zu Füßen fällt und gibt Gott die Ehre, dann erkennt er Jesus als Gott an. Das geschah, obwohl er nicht so die volle Offenbarung des Wortes Gottes und die alte Schrift besaß, so wie wir sie hatten. Er war nicht so ausgebildet wie die Schriftgelehrten und wie die Pharisäer. Er hatte nicht so viel Theologie im Kopf wie die meisten Juden. Sie waren ja nur ein Mischvolk, die sich aus den ersten 5 Büchern Moses so einiges zusammengestellt hatten. Sie wussten etwas. Aber eins weiß er, er kannte Jesus. Er hat Jesus kennengelernt, ohne viele Theologie im Kopf, und fiel ihm zu Füßen und dankte ihm. Er glaubt ihm, er gehorcht ihm und ganz besonders er dankt ihm. Und dies gilt nicht nur einmal, auch für uns, sondern es ist eine bestehende, beständige, dankbare Haltung, die wir im Herzen haben sollen. Er hat uns gerettet aus der Tiefe des Meeres. Herr, ich danke dir. Man findet oftmals, wenn wir in den USA bei Christen sind, thank you Lord for your salvation. Danke Herr für die Erlösung. Am Mittagstisch, bevor man für das andere dankt. Und auch abends. Lass doch diese dankbare Haltung in uns wachsen. Er hat mich vom geistlichen Aussatz geheilt, gereinigt. Es kommen nur 10% zurück auf diese Arztpraxis. Wir lesen hier im vierfachen Ackerfeld, dass nur etwa 30% oder 33% oder ein Viertel nur aufgeht. Dass ein Viertel nur aufgeht und Frucht bringt. Und das sehen wir, da ist einer, der Frucht bringt aus Dankbarkeit. Was ist also die größte Sünde bei den restlichen 9, die geheilt worden sind? Was ist die größte Sünde? Sie kehren nicht zurück. Sie sind nicht dankbar für das, was Jesus, was Gott an ihnen getan hat. Die größte Sünde ist auf die Barmherzigkeit Christi und das Angebot des Evangeliums, undankbar zu bleiben und nicht dankbar zu werden. Viele kommen auch nach Evangelisation und ich sage mal Kurzbekehrung, wo man vielleicht mal die Hand gehoben hat, nicht mehr zu Jesus zurück. Dreiviertel bringt keine Frucht. Es zeigt sich, dass das wirklich keine Bekehrung war. Sie bleiben wo irgendwo zwischen Welt, Beruf, Hobbys und falschen Prioritäten, vielleicht auch falschem Kirchenverständnis hängen. Sie beschäftigen sich mit allem, nur mit einem nicht, mit ihrem Meister Jesus, und kommen nicht zurück und danken ihm nicht. Bringen ihm keinen beständigen Dank, das Lobopfer der Lippen, das wir Jesus preisen. Wer aber Jesus nur als Gesundmacher haben will, jedoch nicht als Chef des Lebens, als König des Lebens, nur als Gesundmacher, ist der in Ewigkeit gerettet. Ich brauche ihn nur. 112, rufe mich an in der Not, Feuerwehr, wenn ich mal ihn brauche, und sonst brauche ich ihn nicht. Nein,
Es sind wahrscheinlich nicht gerettet, die ihn nur als Feuermeister und mal schnell als Gesundmacher brauchen. Wir können nur wirklich errettet sein, wenn wir auch weiterhin vor ihm niederfallen und ihm beständig dankbar sind und anbeten. Und deshalb lasst dieses wesentliche Merkmal des Geistes in euch wachsen. Die Dankbarkeit und die Anbetung. Auch wir gehören zu den Erretteten, wenn wir aus Dankbarkeit zu Jesus immer wieder zurückkommen und ihm immer wieder danken. Morgens, wenn wir aufstehen, hat Luther auch ein schönes Gebet gehabt. Er sagt, ich bekreuze mich selbst. Das Kreuz für den neuen Tag. Spreche ein Dankgebet. Und flugs geht's an die Arbeit mit Gott. Wer Dank opfert, der preiset mich, und dies ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Lesen wir noch einmal zum Schluss unser Wochengebet. Dass er uns dieses verwehrt. Gemeinsam. Allmächtiger und ewig lebender Gott, vermehre in uns den Glauben, die Hoffnung und die Liebe, damit wir das erlangen, was du verheißt. Wirke in uns die Liebe zu dem, was du liebst, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Am Dank an den Meister erkennt man den wirklich Geretteten.